Sonntag, am 26. Mai, findet in Graps das Kantonal Schwingfest statt. Und wir haben hohen Besuch hier heute. Es sind Vertreter vom Kantonalvorstand, vom St. Galler Kantonalen Schwingerverband. Und bei mir ist jetzt der Reto Bleiker, er ist der Präsident. Reto, was hat der Besuch für einen Zweck, dass ihr heute hierher kommt? Wir wollen uns gerne persönlich davon vergewissern, wie sie mit den Vorbereitungen stehen, wie das Festgelände wird aussehen, wo alles etwa wird stehen, Garderobe, Einteilung, Rechnungsbüro. Warum sind ihr gerade auf Graps gekommen als Austragungsort? Das Kantonalschwingfest findet alle vier Jahre im Rintal-Oberländer Schwingerverband statt, also im Gebiet vom Rintal-Oberländer. Die Grapser haben sich beworben und haben an der Delegiertenversammlung erfolgreich den Zuschlag gekriegt zur Durchführung des Festes. Jetzt habe ich hier ein Schwergewicht von mir, das ist ein Eidgenoss, der Martin Glaus. Er ist technischer Leiter im St. Galler Kantonalen Schwingerverband. Martin, was für Gäste dürfen wir hier erwarten? Woher kommen die Schwinger, die denn hier sollten antreten, wenn denn das Fest stattfindet? Ja, es sind fast alle Kantone dabei. Von der Ostschweiz, nur die Bündner nicht und dann noch 6 Gäste vom Freiburger Land. Das klingt ja schon recht gut. Mir erstaunt noch ein bisschen, dass jetzt gerade Bündner als Nachbarkanton nicht da sind. Gibt es da eine Begründung? Ja, die wären gerne gekommen, aber vom Festkalender, die haben im Vorsommer Haufen Schwingfest. Und wenn der natürlich einen Unfall hat, wäre der Schwingfest im Frühling, Vorsommer, und dann hätte er gar nicht mehr die Chance, um ein Kantonal zu machen. Darum haben sie wollen verzichten, ja. Martin, kannst du schon etwas sagen über Spitzenschwinger, die da sind? Oder halten wir da noch unter der Decke? Ja, es sind noch nicht alle angemeldet. Ich habe von verschiedensten gehört, dass sie können. Aber sicher, die starken St. Gallen sind da. Rebsamen, Not, Schlegel, Got also, und ein Haufen starke Teilverbandskranzer. Also, da ist Spektakel schon garantiert von denen schon. Jetzt habe ich einen Mann, der hinter den Kulissen unheimlich viel arbeitet für das Schwingen. Das ist seit Jahren schon. Ich kenne den Pascal Schönenberger schon seit Jahren. Er ist verantwortlich im Vorstand des St. Galler Kantonalverband für die Medien. Was ist denn deine Aufgabe hier am Schwingfest in Graps? Am Kantonalen Schwingfest bin ich zuständig für die Medien, die kommen, die Akkreditierten. Ich betreue die betreuen zusammen mit dem OK-Medienchef und dann schauen wir, dass es denen gut geht und dass die einen guten Tag hier in Graps erleben können. Aber du bist ja nicht nur für Medien zuständig. Ich weiss, dass du einmal im Rechnungsbüro rumfurzest und schaust, dass dort alles klappt. Was ist denn dort deine Aufgabe? Das Rechnungsbüro ist eine Art Hauptteil an diesem Festtag. Dann bin ich zuständig, dass der ganze Schwingbetrieb läuft auf dem Fest raus. Dass die richtigen Schwinger auf dem richtigen Platz am Schwingen sind und ja, dass auch die ganze Technik läuft. Genau. Das funktioniert ja heute nicht mehr mit Notenblättchen, die man umeinander reisen, sondern kannst du da dazu noch etwas sagen, was das jetzt eben in den letzten 2-3 Jahren neu geworden ist? Ja, seit letztem Jahr haben wir das neue Ranglistenprogramm, das RP23, im Betrieb. Da schafft die ganze Schweiz gleich. Wir haben Tablets auf dem Platz, also wir lesen die Einteilungen einlesen. Was noch Notenblättchen sind im Rechnungsbüro und dann wird er automatisch über das Internet auf die Plätze geschickt und die Kampfrichter geben dort Noten ein. Wir haben dort auch keinen Kurier mehr auf Platz, was uns ein bisschen einfacher macht und wir müssen nicht warten. Und so kann auch die Einteilung ein bisschen speditiver schaffen. Genau. Dann bist du ja noch zuständig für die Ranglisten. Was kann man da erwarten? Wann werden da Ranglisten, Einteilungen wieder bekannt geben? Ja, die Spitzenpaarung, da wird Martin Glaus machen am Freitagmittag. Und dann die Einteilungsliste wird dann am Samstagnachmittag erstellt. Und dann ja, die erste Rangliste nach dem ersten Gang wird dann fortlaufend aufgeschaltet, sowie auch die Einteilungsliste fortlaufend. Also top aktuell, Pascal. Ich weiss, was du dort alles hergebracht hast. Nicht nur im St. Galler Kantonalverband, sondern ja, du hast schon fast sagen, gesamtschweizerisch. Schön, dass du das machst. Ja, gern. Danke vielmals. Jetzt habe ich natürlich nochmal einen ganz wichtigen Mann für das St. Galler Kantonalschwingfest. Es ist der David Zimmermann. Er ist ja Präsident vom Rintal-Oberländischen Schwingerverband und sitzt im Vorstand vom Kantonalverband. Was hast du dort für eine Funktion? Im Kantonalverband bin ich der Kassier seit Ende letzten Jahr. Und jetzt hier im OKA ist es so, dass jeweils im OKA
ein Mitglied vom Kantonalvorstand Einsitz nimmt. Und das ist dann üblicherweise auch jemand aus dem Verbandsgebiet. Da ja das Kantonale im Verbandsgebiet vom Rintal-Oberländer Schwingerverband stattfindet, ist es eigentlich logisch, dass das auch ein Rintal-Oberländer ist. Und weiter ist es so, dass ich viele OK-Mitglieder schon vom 2019 kenne, wo sie ja, wenn wir viele von uns wissen, das Verbandsschwingfest hier in Grabs durchgeführt haben. Und so hat es sich dann ergeben, dass ich hier die Funktion ausübe. Geld ist ja eine wichtige Komponente. Nicht nur im Kantonalvorstand, aber auch im Rintal-Oberländischen Schwingerverband und natürlich jetzt auch für das OK. Der OK-Präsident hat zwar gesagt, man redet nicht über das Geld, aber es ist schon noch wichtig, dass da ein Fest auch etwas rausschaut. Nicht nur für den Kantonalverband, sondern vielleicht auch für den Rintal-Oberländer Schwingerverband, rein von der Bedeutung von dem Fest, wo man hier zu Grabs dürfen haben. Hast du die Finanzen überall im Griff? Ja, ich bin ja verantwortlich im Kanton für das. Ich glaube, da haben wir es momentan im Griff. Vielleicht zum Fragen beantworten, also zurückzukommen, jetzt vom Kantonalfest. Da kann ich es nicht abschliessend beantworten. Als Verband wird da sicher nichts für uns rausschauen, auf Verbandsebene, Rintal-Oberländer-Schwingerverband. Wir haben das, etwas Abgaben an Kantonalverband, das ist so, das ist in den Übernahmebestimmungen geregelt. Und wie es rauskommt, werden wir dann sehen. Ja. Dann hoffen wir auf gutes Wetter. David, schaust, dass in dem OK gut geschafft wird, dass wir hier ein tolles Fest haben können. Ich glaube, da sind wir gut unterwegs und jetzt geht es in den Endspurt und geben alle noch mal Gas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 und 2. Und das im vorderen Bereich hier? Ja, ich denke, es macht schon Sinn. Ja. Sonst musst du einen Fernseher haben. Nein, ja, wir sind organisiert. Gut. Und dann haben wir einen Stehfernseher. Ja, alles gut. Also, Spass. Alles gut. Aber Location? Gibt es auch. Alles gut. Blick auf den Fernseher.